Herzlich willkommen bei Schädlings-TV in der Kategorie Schädlingskalender. In dieser Kategorie sage ich unmittelbar bevorstehende Ereignisse mit gängigen Schädlingen voraus, die in der nächsten Woche eintreten werden. Heute geht es darum, dass die Langkopfwespen bereits jetzt ihre Königinnen bilden für das nächste Jahr. Mein Name ist Björn Kleinlogl, ich bin Diplombiologe und arbeite seit 1996 als Schädlingsbekämpfer. Ich bin Gründer und Inhaber der Kleinlogl GmbH Schädlingsbekämpfung. Wir arbeiten 100 Kilometer rund um Darmstadt im Bereich Taubenabwehr, Holzschutz und Schädlingsbekämpfung. Die Langkopfwespen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Nester im Hellen bauen. Die Nester sind relativ klein, sie werden maximal handballgroß. Und wir haben die mittlere Wespe und die sächsische Wespe. Ich habe Ihnen die beiden Arten mal mitgebracht. Hier sehen Sie ein Nest der mittleren Wespe und man sieht, dass es im Gebüsch gebaut worden ist. Das Nest muss also stabil sein und wasserabweisend, damit es auch mal draufregnen kann, was ja im Gebüsch passiert. Das Nest der sächsischen Wespe ist lange nicht so stabil. Und wie man hier sieht, auch schon beschädigt. Es ist in keinem Fall wasserabweisend, das heißt, es muss im Trockenen gebaut werden, zum Beispiel in einem hellen Dachboden oder in einer Gartenhütte oder unter einem Dachüberstand. Nun ist es so, dass der Entwicklungszyklus dieser beiden Arten kurz ist. Das heißt, schon Mitte August ist er zu Ende und derzeit werden die Königinnen gebildet fürs nächste Jahr. Die gehen dann in Winterruhe hinter einer Rinde oder an einer sonstigen geschützten Stelle. Und nur die Königin überwintert. Sie muss im nächsten Jahr an einer neuen Stelle ein neues Nest gründen. Das heißt, wir sind aktuell am Ende des Lebenszykluses. Sie haben dieses Wespennest bereits seit Anfang April an diesem Ort. Und wenn Sie es jetzt noch wenige Wochen dulden, ist die Entwicklung sowieso abgeschlossen und Sie können dann zum Herbst hin das Nest gefahrlos abnehmen. Die Überwinterung findet ja nicht im Nest statt. Das heißt, das Nest wird vollständig verlassen und es besteht keine Gefahr, diese leeren Nester abzunehmen. Die Jungköniginnen gründen im nächsten Jahr an einer neuen Stelle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächsten Mittwoch werde ich ein weiteres Schädlingsproblem vorhersagen.